schönen guten Morgen und herzlich willkommen zum 8. Tag meiner Tour von Wien nach Berlin. Eine weitere kalte Nacht ist zu Ende gegangen. Ach, ich habe schon wieder ganz schön, naja, gefroren nicht, aber gemütlich warm war es jetzt nicht. Irgendwie hält mein Schlafsack auch nicht mehr das, was er verspricht. Ja, ich habe mir gerade mal, statt den Trangia zu aktivieren, hier an dem Kaffeeautomaten so einen Kaffee gezogen. Aber der hält auch nicht, was er verspricht. Ah, da hätte ich mir, glaube ich, doch lieber im Trangia meinen Instant-Kaffee gemacht. Der schmeckt irgendwie bei Weitem besser als das Zeug hier. So, wie geht's jetzt weiter? Ja, es geht weiter in relativ gerader Linie Nord-Nordwest auf Berlin zu. Heute als Ziel halt Loser, kurz vor Hoyerswerda, diese Region, wo die ehemaligen Tagebaugebiete sind, die jetzt halt mit Wasser geflutet sind. An einem dieser Seen ist ein Campingplatz, da werde ich dann drauf gehen. Und die Fahrt führt dann jetzt erstmal über den Radweg D4 nach Niederoderwitz, nach Oberoderwitz, nach Eibau, Ebersbach. Und dann geht es nach Neusalzer Spremberg, Schirgiswalde, Großprostwitz, da geht es dann auf den Spreeradweg. Dann über Bautzen, Kleinwelker, Lupper-Oppitz bis nach Losa bzw. Litschen. Und da geht es dann auf den Campingplatz Silbersee. Wetter soll trocken bleiben heute, aber so ein Mix aus Bewölkung und ein bisschen Sonne ab und an mal. Ich hoffe, es wird noch wärmer. Vielleicht hat es jetzt gerade 7, 8 Grad, mehr aber auch wirklich nicht. Aber der Wind kommt den ganzen Tag schön von vorne. Die Freude eines jeden Radfahrers. So, jetzt packen wir mein Zeug zusammen und dann geht's los. Manchmal wünsche ich mir, man müsste nur mit dem Finger schnippen und dann wäre der ganze Mist verpackt. Bei nächster Möglichkeit rechts abbiegen, danach links abbiegen. Und auf geht's! Jetzt steuern wir in Niederoberwitz erstmal eine Bäckerei an, um da ein bisschen was zu frühstücken und einen Kaffee zu trinken. Wenn es in Niederoberwitz nichts gibt, gibt es vielleicht in Oberoderwitz was. Wir werden sehen. Gestern Morgen, ja, ein riesiges Gewitter, da war ich noch auf der tschechischen Seite, ja. In Liberec, da hat es einmal richtig gewumpt. Ich habe gestern einen Ruhetag eingelegt wegen des Gewitters. Ja. Das ist ja echt schön hier auf der deutschen Fachwerkstraße. Ja, das ist so ein bisschen das, was ich in Tschechien vermisst habe. So etwas alter, besonderer Baustil in den Dörfern, das fehlte da vollkommen.
Ja, der Kollege, mit dem ich gerade eben eine halbe Stunde lang zusammengefahren bin, ist unterwegs auf dem Weg nach Dortmund. Der will den Harz umrunden und dann ja gen Westen einschwenken. Das ist immer mal nett, wenn man mal eine halbe Stunde zusammenfährt und ein bisschen über das ein oder andere sabbelt und ein bisschen die Erfahrungen austauscht. So, weiter geht's Richtung, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wir haben uns verquatscht, wo ich überhaupt bin. Hier stehen schon die Zeichen auf Berlin. Kurz hinter der Wasserscheide für Nord- und Ostsee habe ich den höchsten Punkt meiner Tour für heute auch schon erreicht. Auf 400 Meter Höhe. Jetzt geht es wirklich nur noch runter bis nach Berlin. Und hier plagt mich schon der kleine Hunger beim Netto. Deswegen hole ich mir hier noch mal was. So zum Snacken für unterwegs. Ach, und dann war mir auch gar nicht bewusst, dass hier ja die Spreequelle liegt in dem Gebiet. Und man könnte ja theoretisch... Und da ist gerade der Akku leer gegangen. Wo war ich stehen geblieben? Spreequelle. Genau, mir war gar nicht bewusst, dass hier die Spreequelle ist und eigentlich könnte man ja auch über den Spreeradweg bis nach Berlin fahren. Ob ich das irgendwie noch umplanen kann, ein bisschen gucke ich mir später mal an, vielleicht heute Abend auf dem Campingplatz. Wenn nicht, dann lasse ich es einfach so, wie ich es jetzt geplant habe und fahre den Komoot-Track einfach nach. Ich habe mir gerade mal meine Regenjacke übergezogen. Nicht, weil es regnet oder droht zu regnen, sondern weil es schweinekalt ist. Es sind gerade mal 12 Grad. Also ich finde, diese Temperaturen, die sind für Ende Mai eine Frechheit. Mädchen lacht, Jüngling spricht, Fräulein wollen sie oder nicht. Draußen ist Frühling. Und da klopft bei ihr an und da fragt sie, wo und wann bin ich endlich mal dran. Veronika, der Lenz ist da, die Mädchen singen tralala. Die ganze Welt ist wie verhext, Veronika, der Spargel wächst. Veronika, die Welt ist grün. Ich habe gerade aufgrund meines sensationellen Zettels gesehen, dass ich ja den Spreeradweg in der Tat bis Bautzen durchfahre. Ja, dann lasse ich die Tour jetzt auch so. Ist ja schön. Ja, der sensationelle Zettel, ob der mir weiter geholfen hätte während der Fahrt, wenn mein Navi ausgefallen wäre, wage ich auch mal zu bezweifeln. Denn manchmal, das ist ganz komisch, hören dann auch Schilder einfach auf mit der Wegbeschreibung der Radwege. Naja, aber man hat wenigstens mal eine grobe Vorstellung. So, jetzt geht's hier bergunter. Bitte, 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 bitte. Na, hier ist ja endlich mal die Spree. Durch Berlin fließt immer noch die Spree. Nicht
dabei ist noch der Mückensee. Ringsherum blüht noch der grüne Wald, wo es was Grünes gibt für Jung und Alt. Wenn die tollsten Dinge in der Welt passieren, der Berliner wird nicht den Humor verlieren. Er hält stolz die Nase in die Höhe, wenn durch Berlin ist immer noch die Spree. Hier in Oppach bildet die Spree die Grenze zur Tschechischen Republik. Also habe ich noch mal die Gelegenheit, Tschechien Adieu zu sagen und vor allen Dingen auch noch mal eben gucken, welche Biere ich von meiner Liste eigentlich streichen konnte. Dann will ich mal schauen, was ich so wegstreichen konnte von meiner Liste mit den tschechischen Bieren. So, da haben wir Gambrinus, Radegast, Kosel, Branik und Pernstein, Stadtbrünn und Rohozek. Und nicht auf der Liste, aber trotzdem getrunken hatte, habe ich Starocek, Rebel und Polička. Sie haben alle gut geschmeckt. Großartige Unterschiede konnte ich allerdings auch nicht feststellen. Ja, also auf Wiedersehen Tschechien. Našli danu Česka. Und weiter geht's jetzt den Spreeradweg entlang Richtung Bautzen. Was haben wir denn hier Interessantes? Noch ein altes Denkmal, eine alte Statue. So, was ist das denn hier? Verbrüderung der Grenztruppen mit der Arbeiterklasse? Wer weiß? Hier können Sie was erleben, die Freizeitknüller der Oberlausitz. Na, aber an der Karte kann ich zumindest schon mal zeigen, wie ich heute fahre oder schon gefahren bin. Los ging es hier unten in Zittau, dann bin ich gefahren über Oberwitz, Eibau, Ebersbach, Oppach. Hier war ich gerade an der tschechischen Grenze bei diesem kleinen Zipfel. Und dann geht es weiter nach, ich meine Großpostwitz stand auch auf meiner Liste, Bautzen. Und dann hoch über Kleinwelka, hier zu diesen Seen. Ich meine, ja, Campingplatz Silbersee, kurz vor Hoyerswerda. Da ist mein Ziel für heute Nacht. Ich fahre hier gerade durch einen Fichtenwald und hier ist so gut wie alles tot. Alles abgestorben, weil es in der Vergangenheit viel zu trocken war. Hinter Großpostwitz wird es jetzt zunehmend flacher, aber leider nicht wärmer. 13 Grad, da sind wir noch nicht viel. Es heißt übrigens nicht Großpostwitz, sondern Großpostwitz. Und eben kurz hinter diesem selbigen mache ich jetzt mal eine kleine Mittagspause an diesem schönen Ort hier. Hier fängt auch an, dass die Beschilderung nicht nur in Deutsch, sondern auch in Sorbisch ist. Und wer immer meint, dass Deutsch kompliziert ist, der sollte sich mal die sorbische Übersetzung von Spreeradweg angucken. Sprije vina kolesovarska šetska. Musik.
Türme da vorne erkennen. Das müsste Bautzen sein. Ich bin immer wieder fasziniert, was für schöne Städte es hier in Sachsen noch gibt. Zittau und Görlitz habe ich ja auf meiner Tour durch den Osten Deutschland vor 3 Jahren schon kennengelernt. Und hier Bautzen ist auch toll. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, sowas gibt es da, wo ich wohne, nicht mehr. Also zumindest nicht in dieser Größe. Das war das wunderschöne Bautzen. Hat jetzt meinen Schnitt zwar ganz schön kaputt gemacht, aber ich finde, so eine schöne Stadt kann man ja nicht einfach links liegen lassen. So, jetzt geht's weiter Richtung Campingplatz in Losa. Da werde ich jetzt mal ein bisschen Dampf machen. Kurz hinter Luppa beginnt jetzt der Froschradweg und dem folge ich jetzt bis Oppitz. Scheiße, ich hoffe, die haben da einen Zaun am Campingplatz. Aber der einzige Wolf, der hier einem wahrscheinlich über den Weg laufen würde, wäre der Ronald aus Berlin. Hallo, liebe Freunde des Pferdiens. Hallo. Wenn ich mir jetzt hier die Seen oder besser gesagt Teiche so angucke, dann sind die doch nicht so groß. Und ich weiß gar nicht, ob das stimmt, was ich erzählt habe, dass das das Gebiet ist, wo die ehemaligen Tagebaue gewesen sind, die jetzt geflutet sind.
Ja, vielleicht wären sie noch größer, ich weiß es nicht, seht's mir nach. Aber Tagebau ist ja irgendwo hier in der Nähe schon vorhanden. Camping Silbersee, ja, großer Platz, großer Platz, in Erwartung des Ansturms zu Pfingsten. Hier geht, glaube ich, richtig die Party dann ab. Die bauen hier schon so ein bisschen Sachen auf, Bierwagen und so weiter und so fort. Das wird heftig. Naja, mir soll es recht sein, ich bin dann weg. So, jetzt baue ich mein Zelt auf und dann gucke ich mal nach den Sanitäranlagen. Die sehen irgendwie auch noch sehr alt aus. Aber gut, stört mich nicht. Kriege ich schon irgendwie hin. Jo, schön. Der See ist auch schön. Filme ich gleich mal. Und was mir am meisten gefällt, ist, dass das Wetter aufgeklärt hat, dass ich noch so ein bisschen Abendsonne mitkriege. Ja, deswegen gebe ich mal Gas, dass ich mir gleich auch was zu essen mache. Wird nichts Großes geben. Ich habe noch die Notnudeln und Dose Notgulasch aus Tschechien mit. Das muss heute dran glauben, damit ich das nicht weiter mit mir rumschleppe. Verfeinere ich mir noch ein bisschen mit Paprika und Zwiebel. Und fertig, aus, Ende Gelände. So, gehen wir es an. Die Jungs da hinten sind schon kräftig am Feiern und Bierpong spielen. Aber ist mir egal. Ich gehe jetzt erstmal eine Runde surfen. Irgendwie ist das jetzt nicht so das, was ich erwartet habe. Ich glaube, das ist irgendwie nur so eine Büchse. Büchsenfleisch gewesen. Ja, altmodischer Art. Okay, da war ein bisschen Soße dabei. Jetzt muss ich halt gucken. Bisschen Wasser drauf, bisschen Salz ran, Gewürze dran. Ich habe auch noch einen Brühwürfel. Dann wird das schon irgendwie was werden. Mit ein bisschen Salz und Chili-Pulver und dann noch ein Spritzer Essig für die Säure. Schmeckt das eigentlich ganz gut. Ein prima Abendessen. So, jetzt mache ich die Nudeln und dann melangiere ich das Ganze zusammen und dann wird gegessen. Heute mal zur Feier des Tages ein kleines Schlückchen Rotwein. Hervorragender Bio-Tempranello aus Spanien vom Penny. Würde wahrscheinlich besser schmecken, wenn er Raumtemperatur hätte, aber von Raumtemperatur kann hier keine Rede sein. Hätte vielleicht lieber einen Weißwein geholt, der wäre jetzt schön kühl. Nachdem ich jetzt das vermeintliche Gulasch mit der Soße und die Nudeln schön vermixt habe, ja, werde ich jetzt essen. Ich muss allerdings sagen, es sieht jetzt nicht aus wie dieser sogenannte Food Porn auf Instagram. Deswegen lasse ich es einfach mal, dass ich es zeige. Es sieht schrecklich aus, aber schmeckt ganz gut. Guten Appetit. Als Nachtisch gibt es jetzt noch zwei Kinderschokoladenriegel. Dann mache ich den Abwasch. Und dann, denke ich mir mal, werde ich auch ins Bett gehen.
Oder mich zumindest in den Schlafsack einmummeln, denn die Sonne ist jetzt runtergegangen und es wird jetzt noch kälter, richtig empfindlich kalt. Ja, zum Tag noch mal kurz. Ich bin jetzt echt froh, dass es wirklich jetzt im Flachland, dass ich im Flachland angekommen bin. Ich konnte jetzt wirklich Berge nicht mehr sehen. Dieses ständige Hoch und Runter. Du kämpfst dich ein paar Meter hoch, dann fährst du wieder runter, dann musst du wieder hoch, dann wieder runter. Jetzt sind wir endlich im Flachland angekommen. Morgen geht's Richtung Spreewald, da freue ich mich drauf. Da war ich vor 3 Jahren auch, aber ich finde diese Landschaft so schön, da kann ich ruhig noch mal durchfahren. Ziel morgen ist Lübbenau und wenn ich dann noch Bock habe, fahre ich weiter bis Lübben. Oder es ist andersrum, ich weiß jetzt nicht, was eher kommt. Entweder ist es dann erstmal Lübben und dann Lübbenau oder Lübbenau und dann Lübben. Kann jeder aber selber auf der Karte mal nachgucken. Ja, in diesem Sinne sage ich mal tschüss, macht's gut und bis morgen zum, jetzt muss ich überlegen, heute war der 8., morgens der 9., zum 9., zum vorletzten Tag meiner Tour von Wien nach Berlin. Tschüss.